Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem Food Haul von uns. Unser monatlicher Essens-Lebensmittel-Food Haul ist heute wieder dran für euch. Wir waren nämlich wieder richtig krass einkaufen. Einige unserer Vorräte sind nämlich leer gegangen und wir haben heute, haltet euch fest, 450 Euro ausgegeben. Nur fürs Lebensmittel. Also wirklich, ja, okay, und Waschmittel. Ja, also Dinge, was man halt im Haushalt braucht. Ja, wie die Mama schon gesagt hat, unsere Sachen sind schon ausgegangen, also unsere Vorräte sind schon ausgegangen, deswegen haben wir auch Non-Food-Produkte wie zum Beispiel Waschmittel, aber insgesamt 450 Euro. Bei zwei Läden. Wir waren einmal beim Hofer, da haben wir das Größte ausgegeben, also 300 Euro. Und 150 Euro bei Merkur. Also, richtig. Entschuldigung, Billa Plus. Ich gewöhne mich heute noch nicht dran. Dieser Supermarkt wurde nämlich umgeändert für die Deutschen durch. Der heißt jetzt Billa Plus. Egal, egal. Ich würde mal sagen, wir fangen an, weil das ist echt viele Sachen. Also könnt ihr euch vorstellen, bei 450 Euro. Deswegen würde man sagen, let's go. Wir zeigen euch zuerst die Sachen von Billa Plus. Dort kaufen wir nämlich immer die Sachen, die es beim Hofer nicht mehr gibt, weil wir gehen immer zuerst zum Hofer und die Sachen, die es dann dort nicht gibt oder nicht so gut ausschauen, wie zum Beispiel Petersilie, also beim Hofer nicht mehr. Hat es überhaupt welchen gegeben? Nein, das war schon verkauft. Deswegen haben wir beim Billa Plus, weil da gibt es meistens immer mehr in mehrere. Ja, ja. Also, das ist ein großer Supermarkt. Wir haben uns für diese Woche uns wieder mit Thermomix so eine richtig fette Wochenplanung gemacht. Das heißt mit Mittag und Abendessen. Wir haben unsere Woche auch richtig gut geplant. Dann weiter an Rotkraut, Rotkohl. Gab es ja beim Hofer nicht, deswegen haben wir den beim Merkur Billa Plus gekauft. Sowas ist etwas Besonderes und sowas gibt es immer nur beim Billa Plus. Also es gibt manchmal auch beim Hofer, aber sehr selten, meistens nur Weißkraut. Ja, deswegen. Aber, ja. Ich habe nämlich so ein echt cooles Detox-Salat-Rezept gefunden und da brauchen wir Rotkraut. Dann Minze, ich weiß aber gar nicht mehr, für welches Rezept das ist. Ja. Irgendwas für Thermomix, aber auf jeden Fall Minze. Vielleicht, wahrscheinlich eh für einen Salat oder so. Dann eine feine Extrawurst, das ist eine Extrawurststange, Fleischwurst oder wie auch immer das sonst bei euch heißt. Ich habe ja so einen Allesschneider und jetzt habe ich so einen richtigen Spaß da dran für die Kinder, die jausen so selber. Frisch geschnitten. Und, wie beim Feinkost. Genau, aber die Kinder essen das auch so in Würfel. Dann Schalotten, also Zwiebelchen, schmecken ein bisschen süßlicher wie Zwiebeln. Dann diesen Toastschinken. Wir brauchen nämlich für ein Rezept so Schinkenwürfel und beim Billa Plus gibt es den Schinken auch so in ganzer Form. Im Block, ja. Dann hat er aber auch für mein Rezept, ich mache nämlich Vanillebuchteln, da habe ich so ein tolles Rezept gefunden im Thermomix und dafür brauchte ich Powidl. Also, das ist Zwetschgenmarmelade. Und dann auch eine Marillenmarmelade hat er mir mitgenommen. Ich sag's euch, das ist meine Lieblingsmarmelade. Also diese Marke, Dabo, finde ich, hat die besten Marmeladen. Findest du nicht so? Ich mag Marillen nicht. Aber Dabo als Marke ist schon gut, ja. Muss man schon sagen. Ich mag keine Marille. Ich finde, ich liebe Marille. Marille und Powidl oder Pflaumen. Na. Und dann Vollmilch haben wir auch gekauft. Vollmilch kaufen wir immer beim Billa Plus. Papa kauft die nämlich gerne in so Mehrwegflaschen. Ein Non-Food-Produkt, Calgon. Wir verwenden immer Calgon beim Waschen, weil wir ein echt hartes Wasser hier in Niederösterreich haben. Und ja, wir brauchen das einfach. Dann hat der Papa Alpro Haselnuss noch für die Kinder gekauft. Also unsere Kinder essen ihre Müslis, Cornflakes in der Früh nur mit Haselnussmilch. Dann habe ich mir Treibstoff gekauft und zwar Wieselburger, ist alkoholfreies Bier. Ich liebe dieses Bier. Es geht natürlich Heineken auch, der schmeckt auch gut, aber ja, also Wieselburger ist mein Favorit. Nein. Wer noch nicht probiert hat, ihr müsst probieren. Ja. Dann hat der Papa Fleisch eingekauft. Das ist für uns, oder? Das ist für uns im Backofen. Für den Backofen. Hier einmal Kotelett. Zwei Stück, roh. Steht sogar drauf, dass es roh ist, schon. Achso, ich hätte es so gegessen. Dann Kotelett, zwei Stück. Und nochmal zwei Stück. Achso, du hast es eh öfters gekauft. Also dreimal Koteletten und dann zweimal Schöpfkoteletten. Dreimal. Das war so schön. Also viel Fleisch, wenig Fett. Dann haben wir auch für die Doggies auch Fleisch gekauft, natürlich. Genau. Und zwar kaufen wir denen immer gerne diese Rinderknochen. Das ist nämlich super, weil die kosten zum Beispiel also 5 Stück 1,98 Euro. Also wenn du jetzt kaufst irgendwas von Pedigree oder irgendwas so Kauknochen, ein Leckerli, ja. Genau,
Der kostet über 2 Euro und ist nur eigentlich zwei Stück drinnen. Somit hast du 5 und ja, das ist wirklich gesund. Man weiß schon, was man. Und es ist wirklich gut für die Hunde. Zähne, für die Hunde. Und genau. Also Rindfleisch dürfen sie roh essen, da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Schweinefleisch sollte man den Hunden jetzt nicht roh geben. Ja. Aber Rinderknochen, und die haben so eine Freude daran. Aber ich glaube, das ist eher was für große Hunde. Also so ein Chihuahua, weiß ich nicht, ob der so eine Freude mit. Genau, so wie den Chihuahua, ne? Dann habe ich mir auch natürlich Bio-Rindfleisch. Das habe ich gekauft für eine Suppe. Also ich bin ein Suppentiger und ich liebe Suppe. Und diesmal habe ich gesagt, ja, ich mache mir mit Rindfleisch. Und ja, deswegen das. Und natürlich klebt der Papa immer, die Österreicher kennen das bestimmt, das -25% Sticker. Der kriegt man immer so per Post zugeschickt. Ja. Und der Papa, der ist ja ein Sparefroh. Der hat heute gespart. Erzähl mal. 40 Euro. Boah, der schaut dann immer auf den Zettel und freut sich so wie ein kleines Kind. Oh, ich habe so viel gespart. Was wir aber noch beim Billa Plus eingekauft haben. Oh, ein bisschen was Süßes zum Trinken. Ein bisschen Fanta. Ja. Es gab nämlich die Woche -25% auf die Getränke. Und da schlagen wir öfter zu und kaufen dann so ein bisschen mehr ein. So ein bisschen auch was Süßes. Und dann? Cola. Coca-Cola. Baba kauft die total gerne in der Flasche, also in der Glasflasche. Die hat 1 Liter. Das ist ein bisschen weniger wie so eine Plastikflasche. Die hat nämlich 1,5, glaube ich, gell? Der hat 1 Liter. Nein, ich meine, die Plastikflasche hat 1,5, aber die hat 1 Liter. Also das ja, ist genau. Quasi weniger drin, aber die kostet halt viel mehr. Und das ist eine Mehrwegflasche. So, sind wir fertig mit Billa Plus. Genau. Jetzt gehen wir weiter beim Hofer. Da haben wir nämlich den Großteil eingekauft. Und ich würde mal sagen, legen wir los. Ich gleich mit den Non-Food-Produkten, oder? Wie zum Beispiel Waschmittel. Persil, das gab es dort in Aktion. Und wir kaufen Waschmittel meistens beim Hofer, wenn es in Aktion ist. Da gibt es immer so gute, große. Und das Wäsche. Das ist beides für? Einmal ist es für, keine Ahnung. Und einmal ist es für... Du hast beides für Vollwäsche genommen und nichts für Na, Boden. Dann habe ich mich vergriffen, oder? Das kann schon mal passieren. Dann einmal auch unser Küchenpapier. Das auch? Was? Und Kackapapier. Also und, ja. Waschpapier. Fürs Auspuff. Auf jeden Fall kaufen wir das immer beim Hofer. Das ist echt gut. Das Küchenpapier ist echt gut, sehr, sehr gut reißt. Also es reißt nicht so schnell. Und das Klopapier nehmen wir immer das Feinste vom Feinen. Mit ja, 4 Lagen. Mit 4, falls man lange Nägel hat. Wir gönnen uns richtig. Nur das Beste vom Besten. Gehen wir weiter mit. Okay. Ah. Mit Getränke. Und ja, ich hatte wieder Bock auf was Süßes zum Trinken. Schon mega lange keinen Saft mehr gekauft in so einer großen Menge. Aber ich wollte Apfelsaft, deswegen habe ich da so einen Apfelsaft-Karton mitgenommen. Und dann habe ich auch noch Multivitamin eingepackt. Der Patrick trinkt gerne Multivitamin, aber ich auch. Und hier und da mal ein bisschen. Ja, wenn es gut abgekühlt ist, schmeckt gut. Und wir kühlen unsere Getränke immer draußen, weil wir wohnen am Land. Und wir verwenden Ostblock-Kühlschrank. Stimmt auch irgendwie. Aber ich meine, wenn man die Chance hat, dann kühlt man die Sachen doch draußen. Nur halt in Rumänien kann die Sache nicht vor der Tür liegen lassen, weil dann hat wer andere schon dafür gesorgt, dass das es richtig abgekühlt ist, zwar bei ihm zu Hause. Oder konsumiert wird, sozusagen. Ja. Ja. Für die Doggies haben wir auch wieder Hundefutter gekauft. Diesmal vom Hofer letztes Mal, wo ihr es gesehen habt, haben wir es beim Lidl gekauft. Genau. Und das war echt nicht gut. Also die Hunde haben sich wirklich gekämpft. Also nein, die haben es nicht gegessen. Nicht leicht getan, es war... Naja, sie haben es halt gegessen, ja. Aber sie waren jetzt nicht so, essen, sondern sie so, haben nicht. Mach schon wieder, den Schüssel schon wieder. Oh nee, nicht dieses Essen schon wieder. Also, die Hunde haben schon gesagt, jetzt bist du mal dran. Ja, deswegen haben wir gesagt, probieren wir mal das vom Hofer. So, wir haben auch mal wieder Kartoffeln gekauft. Ja, ich kann sie heute nicht, ich bin sehr kräftig. 5 Kilo. Ja, Kartoffeln kaufen wir jedes Mal fast, oder? Ja, bei uns ist schon ein, also Kartoffeln für ein fester Bestandteil unserer. Manchmal Pommes und hier und da. Und ich habe jetzt ja, echt coole Thermomix-Rezepte rausgesucht mit Kartoffelgulasch, glaube ich, war das, oder? Und beim anderen war das, glaube ich, beim Hackbraten mit Kartoffeln. Ja, und wenn ich auch das Fleisch im Backofen mit Kartoffeln mache, also so ein Sack ist bei uns innerhalb von einer Woche weg. So, weiter geht's. Boah! Bei so vielen Produkten könnt ihr euch vorstellen, dass es ein logistisches Ding ist hier in unserer Küche. Wir haben beim Hofer uns auch wie immer so ein Brot gekauft. Also manchmal backe ich eins, aber heute haben wir gleich eins mitgenommen und zwar aus der Backbox. Und ich liebe es, das werde ich dann gleich dann schneiden. Also nicht gleich, aber wenn wir es dann essen, in dem alles schneiden. Ach, dieser Geruch vom Brot.
zweimal extra Wurst, auch schon fertig geschnitten, habe ich gleich mitgenommen. Dann habe ich auch so ein Karree-Speck gekauft. So zum Frühstück, so ein bisschen auf Butter, Brot, sehr, sehr lecker. Ein Frühstückfleisch. Ein Frühstückspeck habe ich auch mitgenommen. Das kann man sehr gut anbraten in der Pfanne und dazu so Rührei oder Omelette. Mega lecker. Mm. Dann hat Papa sich auch wieder Orangen mitgenommen. Die Geschichte vom letzten Mal Lidl, kennt ihr schon. Vor der Weihnachten. Dann habe ich auch Wedges mitgenommen. Die Lara hat letztens gesagt, oh, sie würde gerne mal wieder so Wedges essen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Die gibt es in verschiedenen Sorten. Einmal Natur und diese mediterranen sind so ein bisschen mit Rosmarin. Also sehr gut gewürzt und schmecken auf jeden Fall uns besser. Dann habe ich mir auch Mozzarella-Sticks gekauft. Ich liebe ja so Käsezeugs paniert. Und ich finde es so cool, bei dem gibt es auch immer so eine Soße jetzt dabei und das ist so lecker, das ist so süßlich, marmeladenmäßig. Dann haben wir einmal so eine Tasse Hühnerbrust. Wir haben das für so ein Cookie-Dough-Rezept aus dem Thermomix. Dann habe ich mir auch Backkakao gekauft. Ich habe letztens so viel gebacken zu den Geburtstagen der Kinder, dass ich keinen Backkakao mehr habe. Deswegen musste ich unbedingt meinen Vorrat wieder auffüllen. Dann hat Papa auch so einen Feta-Käse mitgenommen. Das sind so mehrere von diesen Blöcken da drinnen. Mega lecker. Also mir schmeckt das wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir Mais gekauft. Und zwar brauche ich deswegen ein Rezept. Und ich kaufe den Mais. Bei uns in der Hofer gibt es immer so Dosen. Also entweder es gibt so eine große Dose oder es gibt die drei kleinen. Und ich kaufe immer gerne die drei kleinen. Weil wir brauchen nicht immer viel. Und dann sind die noch gut verpackt. So, wenn du die Dose aufgemacht hast, musst du das ganz sofort aufbrauchen. Sonst das ist recht praktisch so, ja. Das ist voll praktisch, mega klein. Und da habe ich auch Erbsen davon und die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Dann habe ich auch so, eigentlich habe ich zwei von denen genommen, aber ist egal. Müsli für die Kinder, für die Jausenboxen. Ich habe vielleicht auch wieder Lust, mal wieder selber eins zu machen, weil die schmecken noch besser. Dann Nutella, darf auch nicht fehlen. Ein Haushalt mit vielen Kindern, könnt ihr euch vorstellen, dass Nutella auf Brot, auf ja, Crepe, auch mit Palatschinken zum Beispiel, wenn man machen. Genau, Pfannkuchen. Dann hat der Papa Popcorn mitgenommen und zwar so loses Popcorn für die Pfanne oder für den Wok. Im Wok finde ich, gehen die sehr, sehr gut. Da kann man die dann selber machen, zum Beispiel mit Karamell, also ein bisschen mit Zucker. Einmal Olivenöl. Unser Olivenöl ist wirklich leer gegangen, deswegen braucht man das unbedingt. Wir kochen ab und zu mit Olivenöl. Dann ein Brill haben wir auch mitgenommen, so für also Spülmittel. Unser liebstes Geschirrspülmittel. Tatsächlich kaufen wir das vom Hofer am liebsten. Das ist sogar uns fast lieber als das vom Somat. Wir hatten letztens das von Somat. Das war mit einer Folie drüber. Das war richtig anstrengend. Die Folie ist nicht so gut abgegangen teilweise, oder? Hast du gesagt? Ja, ja, und da bleibt es auf die Tür picken und ja, das Geschirr wird auch vielleicht gar nicht gewaschen. Verstopfen oder so. Deswegen finde ich das viel besser. Dann habe ich einmal Tiefkühlspinat gekauft. Brauche ich auch für so ein Rezept aus dem Cookie Dough. Dann habe ich auch wieder Kroketten gekauft. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich war hungrig, als ich diese ganzen Sachen geholt habe. Und aber die Kroketten gehen eh bei uns. Aber Kroketten sind schon was Cooles. Kennt ihr Kroketten? Das sind so Zapfen. Also es ist einfach so Kartoffel und dann ist es nochmal gebacken. Ich glaube, das ist so püriert und dann genau, geformt und dann frittiert einmal. Tomatenmark habe ich auch extra nachgekauft. Ich glaube, wir haben zwar noch welchen, aber ich habe lieber ein bisschen Vorrat auf Tomatenmark, weil ich werde ganz wahnsinnig, wenn ich keinen Tomatenmark zu Hause habe, weil wir kochen echt viele Sachen mit so Tomatensoße, passierte Tomaten, Tomaten in Dose und Tomatenmark ist bei uns immer zu Hause. Dann hat der Papa auch was zum Snacken mitgenommen. Das darf auch nicht fehlen, vor allem am Wochenende, genau, beim Fernsehen oder vielleicht ein bisschen zocken mit den Kleinen, dann, Super Mario. Dann gibt es natürlich Soletti, der Papa hat Salz und Sesam mitgenommen. Genau. Wir schmecken aber das. Und mir das, deswegen habe ich beide gekocht. Aber da ist auch Salz drauf. Ja, aber da ist nur Salz und das mir schon besser. Die Lieblingsmüslis, Cornflakes der Kinder haben wir auch gekauft. Und zwar diese Lions, die Fake Lions, egal. Lions. Schmack Lucky Crisp. Auf jeden Fall. Die schmecken wirklich genauso wie die Originale. Ja, das sage ich eigentlich jedes Mal. Aber die Kinder, die lieben die einfach und deswegen kaufe ich die dann halt tatsächlich oft noch. Pringles habe ich auch mal wieder mitgenommen. Einmal Classic Paprika und einmal Sour Cream and Onion. Beefy. Katzenfutter. Das haben wir auch letztes Mal auch beim Lidl gekauft. Das ist einfach. Felix isst das total gerne. Er mag eigentlich nur im Gelee, also Soße ja selten. Ja. Aber, und die vom Hofer mag er auch gerne, da gibt es nämlich auch diese Schar. Aber wie gesagt, es muss im Gelee sein. Soße würde er zur Not auch essen, wenn es sein muss. Dann haben wir auch von dem drei verschiedene Sorten. Also wie ihr seht, für den Pifi hier nochmal ein bisschen Futter.
in so kleine Schälchen, Rind, Geflügel und Seelachs. Der Papa hat sich dann auch wieder seinen Lieblingsjoghurt nachgekauft, diesen... Naturjoghurt. Naturjoghurt. Ich wollte nur schauen, wie viel Prozent Fett er hat. Wahrscheinlich normal, 3,5 ist ein normaler, ja. 3,5 Joghurt. Und der ist im Glas. Ziegenmilchjoghurt hat der Papa auch mitgenommen. Ich habe für ein Rezept Creme Fraiche gekauft. Ich habe meinen Lieblingsaufstrich wieder genommen. Also ich mag den total gerne von dieser Marke, Sorte Wonnemeyer Feinkost. Und zwar ist hier einmal Senf Honig. Schaut so aus. Sehr, sehr lecker. Ist eigentlich eine Antipasti-Creme, aber ich esse es auf Brot. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und dann gibt es hier einmal noch Kirschpaprika. Mega lecker. Es schmeckt nicht wie Liebtauer, schmeckt viel, viel besser, irgendwie süßlicher. Und dann habe ich auch noch so getrocknete, marinierte Tomaten mitgenommen, brauche ich für 2 Rezepte. Dann haben wir verschiedene Schinkensorten gekauft. Einmal, also zweimal Rauchschinken. Ja, das habe ich für die Jause mitgenommen. Die Kinder schmeckt wirklich sehr, sehr gute Schinken. Und einmal Kümmelblätter, das ist für mich, das schmeckt mir sehr gut, also das muss ich nochmal zugeben. Dann als nächstes haben wir ungarische Salami, oder? Ja, ungarische Salami. Sind wir überhaupt? Weiß ich gar nicht. Vielleicht schon, wenn du ein bisschen näher rangehst. Das ist ein bisschen zu viel Licht, oder? Na, dein Gesicht wird zu hell. Mein Gesicht ist zu hell. Auf jeden Fall ungarische Salami. Wir kaufen, seitdem wir den alle Schneider haben, gerne diese Salami so. Weil dann kann man es so toll schneiden, deswegen I like that. Ich habe mir dann auch für mich einen Käse mitgenommen, und zwar Almina. Schaut so aus, schaut aus wie so ein Emmentaler, aber der ist nicht so krass fett. Ich habe für die Kinder Toppi-Joghurt mitgenommen. Das ist sowas wie Danone. Die lieben das einfach. Die allerliebste Butter, die ich, glaube ich, in 3000 Millionen Hauls schon gezeigt habe und immer wieder nachkaufe. Ja, diese Streichfein, immer ohne Salz. Mag ich total gerne. Die ist so entspannt zum Auftragen. 2 Mozzarella-Packungen von Cucina Nobile. Ja, das ist diese Marke von... Hofer. Da gibt es von dem auch Tomaten in der Dose und die ganzen Tomatenmark. Und ja, das ist halt diese italienische Marke von denen. Ich habe dann auch sein Grana Padano mitgenommen. Das ist sowas ähnlich wie Parmesan, aber der ist nicht so krass gereift. Avocados habe ich auch mitgenommen. Ich brauche für ein Rezept 2 Avocados und ich esse total gerne Avocado auf Brot. Ich habe mir von Just Spices dieses Avocado-Topping gekauft. Das ist so lecker. Das ist so ein Gewürz. Das macht man so drüber. Schmeckt sehr, sehr lecker. Weiter geht's. Der Baba geht schnell zum Auto. Er glaubt nämlich, dass wir eine Tüte im Auto vergessen haben. Schon so verpeilt sind wir. Ja, dann haben wir... ja, Gefrierbeutel, mit denen ich euch gerade abgeschlossen habe, haben wir auch gekauft. Wir haben hier einmal die 3 Liter. Papa nimmt die gerne vom Hofer. Die haben keinen Verschluss, die sind einfach offen. Dann habe ich auch was so Süßes mitgenommen. Ich glaube, das ist. Wir haben diesmal gar nicht so viel Süßes gekauft. Das ist so mitunter eins der. Aha, gefunden. Hat aber Papa schon gewusst. Einer hat gefällt, habe ich dir gesagt. Auf jeden Fall Ballisto mit Traube habe ich mitgenommen. Ich habe den Patrick dann so. Karamellwaffeln gekauft. Der mag das total gerne. Das sind so Waffeln, die in der Mitte so einen Karamell haben. Und ja, der nascht das ab und zu mal gerne. Dann hat der Papa, unser Suppenflieger, auch Backerbsen gekauft. Weil die Kinder essen die total gerne als Suppeneinlage. Eier haben wir auch gekauft. Wir haben zwar Hühner zu Hause, aber die streiken manchmal. Ja, aber also sehr lange Zeit, in letzter Zeit. Nein, aber wir haben so einen starken Eierkonsum. Zum Beispiel, wenn wir was backen, und das ist jetzt in letzter Zeit öfter vorgekommen, da komme ich nicht weit mit den Eiern von den Händen. Ja, das stimmt. Außer wir haben mehrere, würden 20 Hühner haben, dann wäre es vielleicht was anderes, oder? Ja, aber wir haben jetzt nur 4 und die meisten sind sehr alt. Sind alte Damen, die schon in Pension sind, deswegen... Gibt's ja, die Leistung moralisch. Ist nicht mehr da, aber ja. Wir lieben sie trotzdem. Dann haben wir auch Zucker gekauft. Wie viel? 3 Kilo. Ich kaufe jetzt auch gar keinen Staubzucker mehr. Ich mache mir den einfach selber. Und deswegen haben wir ein bisschen mehr genommen, weil ich brauche ein bisschen fürs Backen Staubzucker. Aber wie gesagt, ich mache mir den jetzt im Thermomix selber. Kauft da jetzt nie mehr Staubzucker. Mehl haben wir auch gekauft. Einmal habe ich hier so ein Roggen, ein Vollkorn-Roggenmehl für mein Joghurtkrustenbrot. Und einmal ein normales... Weizenmehl glatt für die Backsachen. Buchteln, dies, das. Ich habe Basilikum mitgenommen. Brauche ich auch für so ein Rezept. Und deswegen Basilikum. Liebe den Geruch von Basilikum. Und Lachs haben wir auch gekauft. Wir haben hier einen frischen Lachs. Norwegischer Lachsfilet mit Haut. Ja, ich brauche das für so ein Rezept. Irgendwas im Backofen mit Kartoffeln und Lachs und Dill. Nudeln habe ich auch gekauft. Und zwar einmal Penne. Also diese... Diese Penne rigate. Ja. Und dann Fusilli.
Honig haben wir auch gekauft. Die Kinder essen Honig gerne mit Porridge. Dann haben wir auch so eine Streichwurst, eine Leberwurst-Streichwurst. Dann habe ich so einen Snack für den Papa und für den Vater mitgenommen. Das sind so Sesam mit Honig. Dann habe ich auch so einen Senf mitgenommen, Estragon-Senf. Und zwar ist der so ein bisschen würzig scharf, aber schmeckt sehr, sehr lecker zu Frankfurter. Ja. Oder zu verschierten Leibchen. Ja. Dann Reis haben wir auch mitgenommen. Besser gesagt, der Papa, der ist ein Vorratsmensch. Mein Gott, wir haben schon Reis. Habe ich dir schon gesagt? Wir haben zwei volle Dinger mit Reis. Reis. Nein. Er kauft immer gerne den hier, den nicht parbeulten Reis. Der ist ein bisschen klebriger, weil er mag eher diese Pilaf, mag er gerne. Das ist diese geklebter Reis und er mag auch gern Reisfleisch und da ist das ja auch mehr so ein bisschen geklebt. Ja. Ich mag eher den Parboiled-Reis, der so ein bisschen bräunlicher ist, weil der klebt nicht. Ja, das ist so auseinander, wie Sand. Und das mag der Papa nicht. Ah, ich liebe die Krise. Oh, wenn der Reis so trocken ist. Zimtschnecke? Ja, es gab beim Hofer so schwedische Zimtschnecken, das sind schwedische. Weil beim Ikea gibt es die nämlich auch, jetzt sagen wir mal näher, von so aus. Beim Ikea gibt es die auch. Weißt du, wenn man beim Ikea reingeht und dann riecht es so gut, das ist das. Ich glaube, die sehen einen beim Eingang und spüren mit irgendwas. Das riecht so gut. Ja. Normales Mikrowellen-Popcorn hat der Papa auch mitgenommen. Unsere Kinder mögen halt total gerne Popcorn und deswegen haben wir das gekauft. Aufbackbrötchen habe ich auch gekauft. Und zwar habe ich hier einmal Kornspitz. Das sind 4 Stück drinnen. Und Semmeln habe ich auch gekauft. Das ist ein bisschen zerquetscht, aber das sind eigentlich Semmeln drin. Weil die tief gefroren, oder? Nein. So. Weiter geht's mit. Was machen wir jetzt? Einmal das haben wir noch. Zeug, Nasch. Hier noch, das ist das zweite, habe ich ja gesagt, zweimal Müsli-Riegel habe ich gekauft. Einmal das Haselnuss und einmal dieses hier. Das ist Erdbeere, Joghurt-Erdbeere. Da ist nämlich da drunter so eine Erdbeer-Joghurt-Schicht. Auch sehr, sehr lecker. Und der Baba hat noch so Knusperriegel mitgenommen. Knoppers. Bitte, was? Knoppers. Also ich dachte schon, ich habe es falsch gesagt, aber du hast ja alles. Und das habe ich gekauft, stimmt, habe ich voll vergessen. Von Dessa. Das ist so, sind so Haselnussstangen drinnen. Sehr yummy. Gibt es noch was? Das haben wir noch mal Gemüse. Wir haben jetzt Fleisch gekauft, und zwar faschiertes aber Fleisch. Aber echt viel, wie ihr sehen könnt. Wir machen nämlich Spaghetti mit Soße, mit so Fleischbällchen, wie bei Susi und Strolch. Habe ich richtig Bock drauf, dass wir die machen. Genau. Und dann machen wir Hackbraten als Rezept. Sein falscher Hals oder wie ist es? Nein. Ja, Hackbraten. Feine Art. Und jetzt geht es weiter mit Gemüse und Obst. Und zwar mit Zucchini. Wir haben so einen Sack mit 1 Kilogramm. Genau. Ja, 1 Kilo Zucchini. Netz. Bananen, wie immer. Wir genau. Bananen. Also unsere Kinder essen das halt total gerne, wir auch. Deswegen, Banane darf nicht fehlen. Ein Foto von dir drauf. Ein Frosch. Ich bin kein Frosch. Dann haben wir auch ganz viel Paprika diesmal gekauft. Also wir haben für diese Rezepte, die wir auch echt viel Paprika... Du hast keinen Paprika gekauft. Edelscharf, Rosenscharf. Hast du gefunden? Nein, aber ich hab Cayennepfeffer. Das ist auch wie das Gleiche. Das ist nicht das... Ist auch rot. Du bist nervig. Du hast mich daran erinnert. Okay, dann werde ich ihn scharf machen. Nein, nicht so. Okay. Nein. Arme Paprika. Okay. Pulver. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Paprikas gekauft. Hier einmal so ein Sack roter Spitzpaprikas, dann einmal Tricolore. Und du Erote. Ja, du Erote. Dann haben wir ganz viele Tomaten gekauft. Und zwar Midi-Rispentomaten. Für unsere diversen Tomaten-Rezepte. Ja. Wir brauchen nicht als Tomatensauce, sondern nur als Tomatenfleisch. Ich weiß, ich bin ein bisschen botschert. Und dann haben wir einmal noch so kleine Baby-Tomaten genommen, so Sherry-Tomaten. So, die sind nochmal ein bisschen kleiner, weil die sind midi und die sind mini. Gewürz haben wir auch noch. Das ist ein Gewürzkräuter, was laber ich da? Kräuter. Was laberst du? Dill haben wir mitgenommen für die verschierten Leibchen und den Hackbraten und weiß ich nicht sowas. Ach, die Fisolen will der Papa auch machen in sein Gericht. Fisolen haben wir schon zu Hause. Wie auch immer. Dill hat er mitgenommen. Dann eine Salatgurke. Brokkoli. Aber warum hast du denn so klein mitgenommen? 500 Gramm steht drauf. Dann noch einmal Dille. Wieso haben wir so viel Dill? Wir brauchen das. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wie spricht ihr das aus? Dill oder Dille? Dille. Nein, das heißt Dill. Die Mama kennt sie nicht aus. Und dann... Eine hängende Titte. Das war gemein. Aber nur eine? Ja. Eine Aubergine Melanzani, ja, so heißt das hier bei uns. Melanzani oder Aubergine in Deutschland. Das war die einzige. Wir waren froh, dass wir sie überhaupt gefunden haben. Und Mustache. Eine lustige Form. Hallo? Also eine Süßkartoffel habe ich gekauft.
brauche ich für meine Gemüsecremesuppe. Und Bibispinat habe ich auch mitgenommen. Brauche ich auch für irgendein Rezept. Aber ich habe jetzt voll vergessen, einfach für welches. Radieschen hast du jetzt gekauft? Für was denn? Ja, für Frühstücken. Ich liebe Radieschen. Oh. Dieser Geruch. Ich tue immer im Frühling bei mir im Garten selbst pflanzen, einpflanzen. Mhm. Ach, mein lieber Gott. Oh, Mama. Das, du liebst mich? Dich auch, natürlich. Das ist dein Standardspruch. Dann habe ich auch einen kleinen Hokkaido-Kürbis mitgenommen. Für diese Gemüsecremesuppe habe ich ja wirklich nur ein Mini genommen, weil so eine Gemüsecremesuppe bestehend aus mehreren Gemüse. Suppengemüsetasse mit verschiedenen, Zeug drinnen. Grünzeug. Passt. Poree habe ich auch gekauft. Und zwar brauche ich das auch für mein Gemüsecremesuppe. Kiwis habe ich für die Kinder auch gekauft, für die Jausenbox. Also ich schaue immer, dass Obst im Haus sind, damit ich was habe für meine Lunchboxen. Dann hat der Papa rote Zwiebel mitgenommen. Also ohne Zwiebel geht bei uns gar nichts. Ich esse Zwiebel wie Apfel. Dann haben wir auch Karotten gekauft. Ich habe ja mir einen Safter gekauft, was ihr bitte da hinten seht. Und ich trinke total gerne Karottensaft mit Apfelsaft, also so eine Mischung aus Apfel, Karottensaft, Kraut, mega lecker. Also das ist, und Sellerie, müsst ihr mal probieren. Und das ist die Maschine, die Mama gemeint hat. Mama, mach kurz Platz. Jawohl. Ich kann euch die gerne verlinken, wenn ihr wollt. Also die ist wirklich sehr, sehr gut und super leicht zum Reinigen. Das war mein Auswahlkriterium, dass sie leicht zum Reinigen ist. Und das ist sie. Dann habe ich Couscous gekauft. Ich habe ein Rezept mit so einem Couscous-Salat, deswegen Couscous. Und dann habe ich nochmal für meine Vorräte ein bisschen Gewürze gekauft. Ein bisschen näher sein, ist zu weit weg. Und zwar habe ich hier einmal... Was habe ich da? Da hast du Basilikum und Thymian. Das glaube ich genau verkehrt herum gezeigt. Okay, da haben wir Thymian und Basilikum. Wir haben immer so Gläschen vom Ikea, die füllen wir dann immer nach. Und die haben wir beschriftet, also zum Beispiel jetzt Majoran. Wir haben uns eine Maschine gekauft und da beschriften wir. Ich kann sie euch auch verlinken. Ich werde euch unten in der Infobox unseren Amazon-Shop-Seite verlinken mit den Sachen, die wir zu Hause haben und euch auch empfehlen können für euren Haushalt. Deswegen schaut mal vorbei, da könnt ihr nämlich eure Gläser da so beschriften. Finde ich cool. Rosmarin habe ich auch gekauft. Aber Rosmarin getrocknet gab es nur in diesen Gläschen, deswegen habe ich das gemacht. So, meine Lieben, schaut unser 450-Euro Einkauf aus. Hier noch am Boden die Säfte und ja, ist krass, ne? Aber wir sind auch viele und deswegen brauchen wir so viele Produkte. Bei 2-Personen-Haushalt kommt man wahrscheinlich ein halbes Jahr damit aus. Entschuldigung, aber abgesehen davon sind auch viele Mama Wutz. Ja, wie ihr sehen könnt, sind ja auch Non-Food-Produkte dabei. Sachen, die bei uns einfach vom Vorrat her ausgegangen sind. Und wir kommen damit sicher damit länger aus. Jetzt haben wir das selber gekauft. Egal. Na gut, meine Lieben, wir werden jetzt unseren Einkauf verräumen und verabschieden uns vom Food Hall. Bye! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!